Herzlich willkommen zur Folge 24 Römisch 4 5.2 der Reihe Technische Mechanik für Gerüstbauer. Auch zu diesem Bereich des Schnittprinzips gibt es wieder ein Übungstutorial. Das ist für die Folgen 23 bis 25. Es wird erscheinen im März 2019. Wir befinden uns heute noch im Bereich der Trägerlehre. Und zwar genau geht es heute um das Schnittprinzip bei Streckenlassen. Wir werden wieder die Querkräfte und Momente berechnen und sie grafisch darstellen. Aber was machen wir heute konkret? Wir werden ganz kurz nochmal die Gleichgewichtsbedingungen wiederholen, die Vorzeichenregelung, das Schnittprinzip. Ich werde euch noch kurz erläutern, was eine Querkraft ist, was ein Biegemoment ist. Dann gehen wir an die Vorgehensweise und wir wenden das natürlich anhand von Beispielen an. Und zwar Beispiel 1 geht es um einen Träger auf zwei Stützen mit zwei Streckenlasten. Das Beispiel 2 ist ein Träger auf zwei Stützen mit drei Streckenlasten. Wir beginnen nochmal wieder mit der Wiederholung der Gleichgewichtsbedingungen. Erste Gleichgewichtsbedingung, Summe aller Momente gleich 0, also Summe aller Momente um einen Drehpunkt gleich 0. Zweite Gleichgewichtsbedingung, Summe V gleich 0, Summe aller vertikalen Kräfte gleich 0. Dritte Gleichgewichtsbedingung, Summe H gleich 0, Summe aller horizontalen Kräfte gleich 0. Dann nochmal die Vorzeichenregelung. Rechtsdrehende, das heißt im Uhrzeigersinn drehende Momente sind positiv. Linksdrehende, das heißt gegen den Uhrzeigersinn drehende Momente sind negativ. Wie man die Flächen zeichnet, wie gesagt, werden wir uns gleich in den Beispielen nochmal ansehen. Hier sehen wir das nochmal statische System, den Querkraftverlauf und das Biegemomentendiagramm beim Träger auf zwei Stützen mit Streckenlast und drei Einzellasten. Hier nochmal das Schnittprinzip. Wir schneiden einen Träger an einer uns interessierenden Stelle durch, setzen dann die drei Gleichgewichtsbedingungen an und errechnen dadurch die Schnittkräfte. Hier entsteht eine Querkraft. Querkräfte entstehen durch vertikale Kräfte, Summe V gleich 0. Auflagernahe Einzellasten können bei der Bemessung maßgebend sein. Als Spannungsfläche wird im Nachweis grundsätzlich die Querschnittsfläche A eingesetzt. Das werden wir uns in der Festigkeitslehre nochmal genauer ansehen. Da, wo die Querkraft die Nulllinie schneidet, liegt das maximale Moment. Biegemoment. Es entstehen durch Biegung Druck- und Zugkräfte in entsprechenden Zonen. Durch Querkräfte entstehen Biegemomente. Lage Max M bei Null durch Dank der Querkraft. Durch Belastung entsteht ein inneres Kräftepaar Z und D. Beide sind gleich groß, sie haben nur unterschiedliche Richtungen. Das Kräftepaar bildet mit dem inneren Hebelarm Z das Moment M. Max M ist für die Bemessung auf Biegung maßgebend und das ist relevant für Biegeträger wie zum Beispiel Gitterträger als auch Stahlträger. Kommen wir zur Vorgehensweise. Und zwar Querkräfte, Querkraftdiagramm. Gedrückte Auflagerkräfte werden positiv angenommen. Wir beginnen mit AV. Von AV wird der Streckenlastanteil Q, groß Q, gleich klein Q mal X abgezogen, das heißt subtrahiert. X entspricht hier der Länge der entsprechenden Streckenlast. Werden wir gleich in den Übungen sehen. Querkraftdiagramm wird mit Q, eventuell auch mit V bezeichnet. Im Querkraftdiagramm werden die Werte mit einer schrägen Linie verbunden. Da, wo die Querkraftlinie die Nulllinie schneidet, liegt Max M. Gegebenenfalls muss die Stelle X berechnet werden, wo das der Fall ist. Das werde ich euch gleich zeigen. Positive Querkräfte werden unter der Nulllinie gezeichnet, negative Querkräfte werden über die Nulllinie gezeichnet, bei farbiger Darstellung positiv blau, bei negativ rot. Dann die Biegemomente, das Momentendiagramm. Wir berechnen die Momente einer entsprechenden Stelle N oder X durch Flächenberechnung der Querschnittsflächen links oder rechts der betrachteten Stelle. Für die Berechnung von Max M gibt es zwei Möglichkeiten. A. Berechnung über die Querkraftfläche, die wir hier bevorzugen. B. Einspannung an der Stelle, wo die Querkraft die Nulllinie schneidet. Danach wird das Moment Max M durch Summe aller Momente gleich 0 berechnet. Das zeige ich euch in einem der Tutorials. Wir beginnen in der Regel mit AV. Momente werden bei positiven blauen Querkraftflächen aufaddiert, bei negativen roten Querkraftflächen subtrahiert, das heißt abgezogen. Das Momentendiagramm wird mit M bezeichnet. Im Momentendiagramm werden die Werte durch eine Parabel dargestellt. An der Stelle, wo Streckenlast und Einzellast zusammentreffen, entsteht an der Momentlinie ein Knick. Da, wo die Querkraft die Nulllinie schneidet, liegt Max M. Positive Momente werden unter die Nulllinie gezeichnet, negative Momente werden über die Nulllinie gezeichnet, bei farbiger Darstellung positiv blau, bei negativ rot. Kommen wir zur Berechnung der Lage von Max M. Das ist der Nulldurchgang der Querkraft beim Momentendiagramm ganz wichtig. Die Stelle oder die Lage x des Nulldurchgangs der Querkraft wird berechnet mit der Formel x gleich Querkraft, also Q, groß Q, an der Stelle N oder x geteilt durch klein Q. Das ist die Streckenlast. Also x gleich groß Q durch klein Q. Wobei man für die Querkraft, wie gesagt, die benachbarte Querkraft, die wir bereits errechnet haben, dann einsetzt.
Und dann von diesem Wert aus gesehen oder von dieser Stelle aus gesehen liegt dann der Nulldurchgang, den wir mit x berechnet haben. Das werden wir nun anhand zweier Beispiele anwenden. Die Beispiele habe ich der Folge 20, römisch 4, 4.2 entnommen. Da haben wir diese Auflagerkräfte für diese beiden Beispiele schon einmal gerechnet. Aber als nächstes erstmal noch die Konstruktion der Parabel dargestellt. Wir sehen hier einen Träger auf zwei Stützen mit einer Streckenlast. Wie man die Parabel dann zeichnerisch darstellt, ist auch schon mal dargestellt. In der Regel reicht es aber aus, wenn man die Parabel von Hand zeichnet, indem man die Werte, die man errechnet hat, einfach mit Hand parabelförmig verbindet. Aber wer es genau wissen will, dem sei das demnächst erscheinende Tutorial empfohlen. Das ist nämlich dieses hier. Da zeige ich euch, wie man das genau macht. Wenn das Tutorial schon erschienen ist, würde jetzt hier ein Link zu sehen sein. Aber kommen wir zum ersten Beispiel. Wir sehen hier die Berechnung der Auflagerkräfte aus dem Beispiel 1 aus Folge römisch 4, 4.2. Da haben wir die Auflagerkraft AH errechnet mit 0, weil wir keine horizontalen Kräfte haben. AV wurde errechnet mit 7,643 kN und BV gleich 9,357 kN. Und jetzt geht es darum, dass wir die Querkräfte berechnen. Das machen wir als erstes. Wir machen wieder uns die Stellen kenntlich mit Zahlen, die uns einen Versprung oder einen Sprung irgendwie liefern würden. Das ist genau da von dem linken Auflager AV gesehen 4 Meter. Deswegen da erstmal die Stelle 1. Und dann fangen wir mit QAV gleich der Auflagerkraft an. QAV ist gleich die Auflagerkraft AV gleich 7,643 kN. Q1, jetzt müssen wir den Anteil der Streckenlast in blau dargestellt mit 2 kN pro Meter mal 4 Meter davon abziehen. Das sehen wir hier. Ergibt minus 0,357 kN. Ihr seht, da ist ein negatives Vorzeichen vor. Das heißt, wir haben auch sofort hier die Vermutung, dass hier zwischen AV und Q1 der Nulldurchgang liegt, wo auch das maximale Moment zu finden sein wird. Dann QBV sind die minus 0,357 kN, die wir zuvor errechnet haben. Wieder minus den Anteil der grünen Streckenlast, 3 kN pro Meter mal 3 Meter. Das ergibt dann minus 9,357 kN. Ihr seht, ohne das Vorzeichen zu betrachten, das entspricht genau unserem Wert BV. Querkräfte sind richtig bestimmt worden. So, dann zeichnen wir das Querkraftdiagramm. Wir bezeichnen das mit Q, wir zeichnen die Nulllinie. Und dann fangen wir mit der Auflagerkraft AV an. Die hat einen Wert von 7,643. Dann müssen wir runter auf minus 0,357. Also ich habe das jetzt einmal hier bis zur Nulllinie in blau dargestellt. Jetzt kommt der kleine negative Bereich noch. Den sehen wir dann hier. Und da liegt dann bei meinen 0,357 kN. Jetzt müssen wir wieder weiter runter auf minus 9,357 kN. Und schließen das dann mit einem senkrechten roten Strich zum Auflager BV hin. Das heißt, wir haben hier prinzipiell zwei Dreiecke, die wir zu berechnen haben. Hier ist nochmal minus 9,357 kN als QBV dargestellt. Wir müssen in diesem Bereich, der rot ist, auch noch Minus kennzeichnen, der blaue Bereich mit Plus kennzeichnen. Gucken nochmal eben, wo Max M ist. Max M ist der größte der Querkraftwerte, das nur vom Betrag aus gesehen, nicht vom Vorzeichen. Das ist dann 9,357 kN Auflagerkraft BV. So, jetzt müssen wir die Biegemomente berechnen. MA ist gleich 0, weil sich da nichts tut. Wir haben einen Träger ohne Kragarm, deswegen ist das hier gleich 0 an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir die Stelle X des Nulldurchgangs berechnen. Und zwar nehmen wir die davorgehende Querkraft, das ist die 7,643, geteilt durch die Streckenlast, die dort wirkt, 2 kN Meter. Da gibt dann einen Wert von 3,82 Meter. Das ist also dieser Bereich, bis wirklich die blaue Linie die Nulllinie schneidet. Damit wir aber sofort auch das rote kleinere Dreieck rechts daneben rechnen können, machen wir auch sofort das hier eben. Für das rote Dreieck ist dann 4 Meter minus 3,82, 0,18 Meter. Jetzt müssen wir diesen Bereich berechnen. Wir müssen also ein blaues Dreieck berechnen und ein rotes Dreieck berechnen. Fangen wir mal mit dem großen Dreieck an für die Stelle M1. Das ist die Stelle MX. Das Moment an der Stelle MX ist ein Dreieck. Wir nehmen natürlich das Biegemoment von MA gleich 0 mit. 0 plus, Klammer auf, 7,643 kN, das ist unsere Querkraft, mal 3,82 Meter geteilt durch 2, ist ein Dreieck, wie gesagt schon. Dann kommt raus 14,6 kN pro Meter an der Stelle X. Wir wollen aber die Stelle 1 haben. Jetzt müssen wir die Stelle MX und noch den Anteil des kleinen Dreiecks berechnen. Jetzt kommt M1. Wir nehmen wieder die 14,6 mit, minus, jetzt müssen wir es abziehen, weil das ja oberhalb der Nulllinie ist, im roten Bereich, im negativen Bereich. Also 14,6 kN, minus, Klammer auf, 0,357 kN mal 0,18 Meter geteilt durch 2. Und das, Klammer zu. Und das ergibt
14,578 Kilonewtonmeter. Jetzt kommt MB. Wir berechnen die gesamten Flächen. Das heißt, wir nehmen wieder unsere 14,578 kN mit von oben minus, Klammer auf, 0,357 kN plus 9,357 kN, Klammer zu, geteilt durch 2 mal 3 Meter. Das ist nämlich ein Trapez, die größere rote Fläche, die wir noch rechts von unserer Linie 1 haben. Und das ergibt 0. So, auf das Zeichnen der Momentenfläche habe ich jetzt hier mal grafisch drauf verzichtet. Ich habe euch stattdessen mal die Ergebnisse und Diagramme aus dem Startwerksprogramm Start 2D dargestellt, weil ich es in einer folgenden Folge noch besprechen wollte mit euch und zeigen wollte. Und ihr seht, unsere Werte passen nahezu überein. Durch Rundung können die Ergebnisse leicht abweichen, das ist aber nicht ganz so tragisch. Kommen wir zum nächsten Beispiel, Beispiel 2. Wir haben die Auflagerkräfte bestimmt, Ah war wieder gleich 0, Av ist 19,138 kN und Bv 14,112 kN. Wir hatten die Ergebnisse durch Summe aller V geprüft, passte also, deswegen gehen wir jetzt an die Berechnung der Querkräfte. Auch hier fangen wir erstmal wieder damit an, dass wir die Stellen bezeichnen, die uns näher interessieren. Hier die Stelle 1, 2 und dann fangen wir mit Qav an. QAV ist hier unsere Auflagerkraft, die 19,138 kN. Bei Q1 müssen wir wieder von den 19,138 kN den Anteil der grünen Streckenlast abziehen. Das sind dann minus 5 kN mal 3 Meter, ergibt 4,138 kN. Bei Q2 nehmen wir wieder die Q1-Wert erstmal, 4,138 kN und minus den blauen Anteil der Streckenlast, minus 3 kN mal 4 Meter, ergibt minus 7,862 kN. Ihr seht das negative Kennzeichen, also zwischen Q1 und Q2 gibt es wieder den Nulldurchgang, den wir gleich noch bestimmen müssen. QBV, wieder übernehmen wir den Q2-Wert, minus 7,862 kN und ziehen wieder davon die orangefarbene Streckenlast ab, mit 2,5 kN mal 2,5 Meter ergibt minus 14,112 kN. Und ihr seht, das ist genau das exakt das Ergebnis, was wir bei der Auflagerkraftberechnung auch raus hatten. Stimmt also. Wenn wir jetzt die Werte vergleichen, dann stellen wir fest, der größte oder die Vorzeichen zu beachten, Querkraftwert ist QAV mit 19,138 kN. Das ist unser Max Q. Ja, wir zeichnen hier die Querkraftfläche, bezeichnen sie mit Q. Nulllinie darstellen. Wir fangen mit dem Auflager AV an, beziehungsweise QAV-Wert mit den 19,138 kN, die sehen wir hier. Wir müssen jetzt runter auf 4,138 kN bei Stelle 1. Dann die Stelle 2, wir müssen weiter runter auf minus 7,862 kN für Q2. Da haben wir sie. Und wir müssen weiter runter auf minus 14,112 kN auf Querkraft QBV und verbinde natürlich das wieder mit der Nulllinie. Dann müssen diese beiden Flächen noch bezeichnet werden, der blaue Bereich mit Plus, der negative Bereich mit Minus und jetzt berechnen wir die Biegemomente. MA ist wieder gleich 0 kN. Jetzt kommen wir zur ersten Fläche, das ist ein Trapez bei M1. Wir nehmen die 0 kN wieder mit, dann die Querkräfte 19,138 kN plus 4,138 kN, Klammer zu, geteilt durch 2 mal 3 Meter, wie gesagt, ist ein Trapez, ergibt dann die 34,914 kN. Jetzt kommt noch ein kleines Dreieck dabei, aber zumindest müssen wir erstmal diesen Bereich ausrechnen, das heißt die Stelle x bestimmen. Und die Stelle x bestimmen wir dadurch, dass wir die letzte Querkraft, die wir errechnet haben, 4,138 kN geteilt durch 3 kN, das ist die Streckenlast in Blau, ergibt dann 1,379 Meter. Also von der Querkraft 4,138 kN, davon entfernt ist der Nulldurchgang bei 1,379 Meter zu suchen. Damit können wir auch das Dreieck berechnen, was uns noch fehlt für die Stelle Mx, indem wir wieder den letzten Momentenwert mit 34,914 kN mitziehen, plus Klammer auf 4,138 kN, das ist die Querkraft, mal den entsprechenden Nulldurchgangswert in Metern, mal 1,379 Meter geteilt durch 2 ist ein Dreieck, ergibt 37,767 kN. Jetzt M2. Da fehlt uns jetzt dieses Dreieck noch dazu, dieses kleine rote Dreieck. Dann nehmen wir wieder die 37,767 kN, die wir vorher an MX errechnet haben, plus das Dreieck jetzt,
Klammer auf, minus, liegt ja überhalb der Nulllinie, deswegen negativ, minus 7,862 kN mal 2,621 Meter geteilt durch 2 ergibt dann 27,464 kN. Und jetzt MB, jetzt nehmen wir die 27,464 Kilonewtonmeter minus 7,86 Kilonewton plus 14,112 Kilonewton geteilt durch 2 mal 2,5 Meter, ist wieder ein Trapez, die letzte Fläche, ergibt 0. Auch hier habe ich wieder auf das Zeichnen der Momentlinie verzichtet, stattdessen wieder die Grafik aus dem Stab 2D. Ihr seht, fast genau. In der nächsten Folge, Römisch 4, 5.3, geht es um gemischte Belastung mit und ohne Kragarm. Das war's wieder mal für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Solltet ihr konstruktive Kritik üben wollen oder ihr habt Themenwünsche, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Hat euch dieses Tutorial gefallen, empfiehlt es bitte weiter und liked es auf YouTube. Solltet ihr noch nicht Abonnent meines YouTube-Kanals sein, dann könnt ihr jetzt das nachholen, indem ihr den Abo-Button drückt, der jetzt gerade rechts im Bild erscheint. Dieses Tutorial gehört zur Playlist Technische Mechanik für Gerüstbauer. Bis bald. Sicheres Arbeiten und allzeit Glück auf!